Wir haben das erste Mal am 17. August 1990 auf dem Jenaer Markt verkauft. Nicht ohne Stolz erzählt Christel Lüttke von den Anfängen der Putenmast in Altengönner. Heute produzieren die Gönnertaler 600 Tonnen Putenfleisch im Jahr. Im November beginnt bei den Geflügelmästern die Hochsaison. 4 Wochen alt sind die Hennen und Hähne hier im Stall. Christel Lüttke, die Geschäftsführerin der Gönnertaler Putenspezialitäten GmbH, und Landwirt Rainer Schmidt haben ihre Freude an den gesunden, neugierigen Tieren. Das Unternehmen gehört zur Agrargenossenschaft Gönnertal und beschäftigt 70 Mitarbeiter. 6000 Puten, 4/5 davon sind Hennen, fressen sich in diesem Stall groß. Ja, die Puten kommen, wenn sie schlüpfen, als Eintagsküken in unseren Betrieb. Sie kommen aus einer Brüterei in der Nähe von Bremen und werden in einem Aufzuchtstall erstmal eingestallt, der besonders für die jungen Tiere eingerichtet ist. Er ist sehr schön warm. Die Küken bleiben 3 Wochen in diesem Aufzuchtstall und wenn sie aus dem Gröbsten raus sind, kommen sie dann in den entsprechenden Maststall. Und das, was wir hier sehen, das ist ein Maststall. 15 bis 19 Wochen alt werden die Truthennen. Die Hähne leben etwas länger. Diese hier sind 22 Wochen alt und bringen etwa 22 Kilogramm auf die Waage. Seit etwa 10 Jahren halten die Gönnertaler auch Gänse. Die Tiere, eine Kreuzung aus Dithmarscher und Lippitscher Gans, verbringen mindestens 5 Monate draußen auf der Weide. Bis zum späten Herbst, denn zu Martini kommen die ersten Gänsebraten auf den Tisch. Die Puten, die in Ställen in Stiebritz und Zimmern aufwachsen, haben das ganze Jahr über Saison. Die Arbeit der Geflügelmäster unterliegt strengsten Kontrollen. Also es beginnt im Stall eigentlich schon die Kontrolle. Unsere Mitarbeiter, die die Tiere betreuen, schauen sich mehrmals täglich die lebenden Tiere an, ob die gesund sind. Vor der Schlachtung wird eine Lebendtierbeschau durch einen amtlichen Tierarzt durchgeführt, der wiederum auch bei der Schlachtung anwesend ist und jedes einzelne Tier beschaut. 2-mal wöchentlich wird in Altengönner geschlachtet. Ab Mitte Dezember dann täglich. Das garantiert die Frische der Weihnachtsbraten. Auch andere Agrargenossenschaften und Hobbylandwirte lassen ihr Geflügel hier schlachten. Nach dem Schlachten ruht das Fleisch einen Tag lang im Kühlhaus, bevor es weiterverarbeitet wird. In der Zerlegung trennen Fleischer Flügel und Keulen von den ausgekühlten Gänsen ab. Gänsekeulen und Brust sind beliebt als kleinere Festtagsbraten. Auch bei den Puten ist das Brustfleisch das Beste. Daraus werden Schnitzel gemacht oder über Buchenholzrauch Putenschinken. Die Gönnertaler Putenspezialitäten GmbH ist zertifiziert für das Schlachten von Biogeflügel, unterzieht sich jährlich der Prüfung für das DIN-ISO-Zertifikat, trägt das CMA-Siegel und produziert nachweislich Thüringer Qualität. Als Direktvermarkter trägt der Betrieb das Gütesiegel Vertrauen genießen direkt vom Bauern. Etwa 80 Wurstsorten bereiten die Fleischer in Altengönner aus dem Putenfleisch. Nur bei wenigen muss Schweinespeck zugesetzt werden, um die Konsistenz zu verbessern. Hier entsteht eine Putenbrustpastete nach Gärtnerinart. Fleischermeister Raimund Weise füllt Fleischbrät mit Möhren und Brokkoli in einen Mantel aus magerem Brustfleisch. Spezialitäten oder eigentlich die regionalen Wurstprodukte, Leberwurst, Blutwurst und Sülze, haben wir auf Putenwurst umgemünzt. Unsere Fleischer, die haben da dieselben Gewürze wie auch die klassischen Schweinefleischer. Unsere Wurst ist jedoch mit Geflügelfleisch und viel magerer. Verkauft werden die Gönnertaler Putenspezialitäten in eigenen Läden in Jena und Weimar, in der Kantine im Blauen Wunder in Göschwitz und natürlich auf den Wochenmärkten. Außerdem arbeiten die Köche in Altengönner für einen umfangreichen Partyservice. Im Laden in der Jenaer Grietgasse schneidet Filialleiterin Ute Skala eine Gärtnerin-Pastete auf. Die Bestelllisten für Weihnachtsbraten aus dem Gönnertal führt sie schon seit August.